aber eher hier. Weil das Ding kann hier. Und dann nur so. Das heißt, ich könnte mich hier hin bewegen. Und er könnte auch nicht ran. Ich gehe erstmal hier hin. Wir müssen hoffen, dass er irgendwie einen Fehler macht. Dass er irgendwie verkalkuliert und dann... Ja. Aber das war es wahrscheinlich jetzt mit Mon Lavas, richtig? Nicht mal. Er überlebt. Knapp, aber er überlebt. Das Problem ist, jetzt weiß ich nicht, ob er da... Ja, natürlich kommt er dahin. Leck mich doch am Arsch. 2 gegen 3. Sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Ich habe nur noch die beiden. Du kannst den Donnerball, den Dunkelball angreifen. Warum? Das Ding ist im Nachteil. Die Darkness ist so strong hier. Ah ja, geil, das Ding cockblockt mich. Ja, das ist ja wunderschön. Das reicht dann trotzdem nicht, um das Ding zu zerstören. Nee. Das sieht nicht gut aus. Ich hab eine andere Idee. Eine andere Idee. Ich guck mal was. Ich weiß, ich zögere hier gerade nur hinaus, aber... Vielleicht... Vielleicht. Ich bin ja nicht so jemand, der aufgibt, ne? Ich mag sowas ja nicht. Ach du Scheiße, hier ist ja alles Dead Zone. Da komme ich ja nie, da komme ich ja nirgendwo durch. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber okay. Kann ich nicht irgendwie... Habe ich nicht irgendwas Tolles? Nee, natürlich nicht. Irgendwie so Mega-Explosion, so von wegen tötet den Gegner und so. Wunschdenken. Hashtag. Vor allem, er patrouilliert mit diesem Scheißding. Oh, come on, wirklich? Da kommt... Ja gut, jetzt war's das. Das war's. Das war's. Alter, der Typ ist... Ja, bat dich drin. Er stickt dran. Ah cool, jetzt... Das war's sogar jetzt schon. Oder auch nicht. Gut. Nani? Und sammeln STERNENSTRUB ein Jahrhundert zu erwachen genannt, Freund, es geht über die Zeit. Der Reise hinaus ein Auto, das nach ihm benannt ist. Sieht aus wie ein Meisel, wir sind in Hikari gerechtfertigt. What? What? Ja, nee, das... Oh, war ich nicht weiter. Kapitulieren. Yes. Nochmal versuchen. Ui. I have no idea. Da müssen wir uns echt was anderes einfallen lassen gegen den Kerl. Das sah so am Anfang so gut aus. Aber es ist irgendwie sehr schnell Richtung Scheiße abgedriftet. Deswegen, also... Was hat denn jetzt eben... Eigentlich jedes Monster, was wir...
aus Prinzip mitgenommen haben, hat absolut nichts gebracht. Und ich muss echt besser auf diesen, auf unseren Flammenmäher aufpassen. Der ist zu wichtig. Das Gelängel war ganz gut. Denn dass wir den hier auch mitgenommen, das war genauso eine Verschwendung. Ryokishin kann hier gut sein. Babydrache ist fix. Mon Lavas war gut, auch wenn er ständig out of position war. Beauftragter der Dämonen. Ist zwar teuer. Dark Magician hat irgendwie kaum was gemacht, war das nicht so? Eigentlich bräuchten wir eher ihn. Nani? Versuch mal ein Fenster zu öffnen. Damit der ganze Dunkelheitsnebel sich verkackt oder macht den Kühlschrank auf für Licht. Das wäre natürlich auch eine Idee. Er hier wäre eigentlich echt nicht schlecht. Wobei er ist langsam. Und ziemlich straightforward. Garuse, warum bist du so teuer? 3 und 2, das ist nicht mal besonders. Oder gehen wir mit 7 rein? Dafür 7 stärkere. Weil er hat nichts, er hat ja selber kein Lichtmonster. Wenn wir also Darkness versus Darkness fighten, ist also wieder so eine Sache. Und der hier ist mittlerweile... Das kann der richtig gut. Aber die dunkle Hexe ist auch wichtig. Nee, warte mal. Versuchen wir es einfach mal mit 7. Dafür halt 7 etwas stärkere. Ich meine, ich kann mir nicht mal einen Skorpion leisten, was eigentlich schon ziemliches Armutszeugnis ist. Meine Donner war das, ne? So bräuchten wir Erde. Und Erde haben wir nicht so viel, was jetzt noch gerade noch. Wir versuchen es mal so. So, das war das geringste Problem. Ach komm. Nani? Nenn mir ein anderes deutsches Wort, das mit P-O-R anfängt, außer Porsche oder du weißt schon. Was kleiner gleich Doppelpunkt 3. Ein deutsches Wort, das mit Por anfängt. Ich duelliere mich ehrenhaft. Poren. Ich hoffe, du wirst das gleiche tun. Das ist das Erste, was mir einfällt. Oder Portal, ja stimmt. Was stimmt, Mist? Gotcha! Ey, wenn du damals in der Schule ständig... Oder Portugal, ist eigentlich ist auch ein Wort. Zwar kein deutsches Wort, weil es eigentlich, ne... Bist du sicher, dass du mich mit diesen jämmerlichen Monstern herausfordern willst? Nee, ohne Scheiß, wenn du... Oder porös, genau, ist auch ein deutsches Wort, Angel. Hat er auch recht. Wenn du jemand warst, der in seiner Jugendschulzeit andauernd wegen seiner Pickel und Poren ausgelacht wurde, dann merkst du dir dieses Wort. Aus leider nicht den Gründen, aus denen du eigentlich möchtest, aber yeah. So. Dich oder...
Deswegen, ich habe auch keine Ahnung, worauf du hinaus wolltest, Salufe. Ich habe da irgendwie gedacht so, hä, was? Was will der? So, zeig mir, was du kannst. Warum der hat immer so wenig AP und trotzdem hat er mich gerade voll eingeseift. Aber das bin dann immer ich, wo gegen eine KI abklatscht, weil schlicht und ergreifend die KI sieht diese Punkte, wo sie mich angreifen kann und wo ich nicht drauf achte. Weil manche Viecher halt einfach so ein abstruses Movement-Bild haben. Da gucke ich denn immer nicht drauf. So, jetzt ist die Frage. Jetzt diesmal... Ich will nicht nochmal dieselben Fehler machen. Niemals denselben Fehler machen. Das machen wir zwar ständig hier, aber das ist nicht wichtig. Schusch. So. Und so. Oh, 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 mon Dieu. So, du warst jetzt. So und dann so. Das heißt, bis hierhin kannst du. Da ist safe. Vielleicht sollte ich ihn auch ein bisschen locken. Aber ja. Pommersche, ja, ist auch ein Wort mit Power. Da ist dieser Kürbis. Das Ding haben wir zu viel machen lassen, was das will. Ich glaube, das war unser Fehler. So, warte mal. Ich werde jetzt mal baiten. Wir baiten jetzt mal. Nämlich packen wir ihn hier hin. Weil er kann mit nichts außer ihm hier. Und wenn er dann denkt, sich, oh geil, will ich angreifen, dann kriegt er voll auf die Fresse. So müssen wir jetzt strategisieren. Was ist denn mit mir kaputt? So, genau. Und dann smacken wir den einfach 5 across the ass. Bei ihm ist einfach das Problem, er bewegt sich so unglaublich langsam. Aber wenn er da mal ankommt und was angreifen darf, dann bleibt es nicht stehen. Also bislang, das meiste, was unser guter Flammspeer angegriffen hat, ist nicht... Dieser Pumpkin, ne? Dieser fucking Pumpkin! Und hier eine Lead-Idee von Andy. Hallo, salut, sund EU, un heiduk, CTROG. Sie sind wollnig, da es arsch die Inuti-Izianimik. Was? Das ist ja wohl nicht dein Ernst jetzt. Dieser fucking Pumpkin! Der macht so viel Schaden! Ja, und das war mein Babydrache. Weil ich nicht auf... Weil ich auf diesen fucking... Pumpkin nicht geachtet habe. Dieses dreckige Stück Obst. Und jetzt kann ich Ryukishin nur reinschicken und zum Sterben. Weil alles andere noch viel zu weit weg ist. Ich hasse diesen Pumpkin. Dieser verkackte Kürbis. Oh, fucking Dick. Und natürlich kann ich nur... Ja, natürlich kann ich nur ihn angreifen. 104, es ist... Der bolzt mich dann weg, ey. Das Ding hier sowieso. Weißt du, da dachte ich mir, komm, geh baiten. Geh einfach baiten. Kriege ich wieder voll auf die Fresse, ich Vollidiot. Weil sein scheiß Pumpkin da... Oh, das ist aber... Das ist gut. Oh, das ist gut. Bin zwar im Nachteil, aber... Lass mich mal... Warte mal. Leck mich doch am Arsch.
Das sieht gerade schon wieder so scheiße aus. Alles wie in diesem verkackten Pumpkin. Und ich glaube, jetzt habe ich es mir selber verbockt, richtig? Nee, doch nicht. Alles gut. Nein! Rückgängig machen! Nein! Nein! Ich wollte doch angreifen! Was machst denn du? Das war's. That's game. Du Scheißspiel! Warum ist das eine Option? Das war's. That's game. Komm, finish me. Schick deinen Kürbis. Natürlich schickst du ihn da ganz hin. Ich kotz Regenbögen, ey. Das ist... Oh, ja, das ist Ryukishin tot. Weil dumm. Ja, komm, hau einfach drauf. Ja, oh mein Gott, geil. Darf ich jetzt schon neue starten, bitte? Alter, dieser dreckige Kürbis, ey. Dieser dreckigste aller Kürbisse. Ja, schieb das Ding auch noch hinterher, why don't you? Den auch noch, komm, mehr. Ein scheiß Kürbispenis, weißt du? Yummy Schmoggo, ey. Ja, nee, das ist so scheiße jetzt. Ja, angreifen. Du weißt schon, das, was du vorhin hättest tun sollen. Hätte zwar an sich nichts geändert, aber fuck it, right? Ist ja nicht wichtig. Mon, fuck, fuck. Bist gefeuert. Ja, das wird nichts mehr jetzt. Jetzt habe ich sämtliche Hoffnung für dieses Duell verloren hier. So, hau einfach drauf. Ist mir scheißegal, ob du dann stirbst. Das hast du selber dir zu schreiben. Oh, fuck. Immerhin mal, ey. Wow, wir kriegen eins seiner Viecher tot. Jesus, wow. Ruf das Fernsehen an. Sowieso egal, also von daher. So. Mach meine Viecher fertig. Kriegen die wenigstens vielleicht noch ein bisschen was an Erfahrung. Weil dieser Kürbis, Alter. 3 Range. Mit dem Damage. Ist richtig. Professor Fuckbutt. Ja, Mon Lavas, du hast einen qualvollen Tod verdient. Schick deinen... send your cutest delivery boy. Komm, ich will sehen, wie dieser Loser stirbt. Du bist gefeuert, Lavas. Dauerhaft. Du denkst, ich habe keine anderen Felsmonster, die ich hier reinschicken kann? Digga, ich habe eine ganze Armee Steine, die ich hier reinschicken könnte. Das Ding sieht einfach aus wie ein fetter Dino. So, das Ding sind wir los. So, komm. Wenn das Ding wenigstens schnell sterben würde. Aber nicht mal den Wunsch erfüllt er mir ja. Und ich habe hier jetzt schon keine Monster mehr, die wirklich... Ey, Positioning, ne? Positioning ist was Geiles. Es existiert meistens nur nicht in meinem Favor. Hier, schick einfach ran. Schick ran. Ich kapituliere, kommen die Viecher sowieso wieder. Von daher, who fucking cares? Ist das jetzt dein Ernst? Willst du mich jetzt noch mehr treten? Woran wird das bestimmt? Geil, Darkness imprisoning me.
So, greif einfach ran, ist egal. 150, ja, von mir aus. You're gonna die anyway. Das kann doch nicht wahr sein hier. Weißt du, der Kürbis ist an sich ein Monster, was du schon damals nicht gespielt hast, weil's Trash war. Halt die Fresse, Bakura. Halt einfach die Fresse, ja? Just shut the fuck up. Und ich reiß die Zunge raus, ich sag's dir. Ja, ist richtig. Beweg dich mal. Geh noch mehr meiner Monster auf den Sack. Oh, cool. Oh ja, ist richtig, okay. Swell. Richtig, richtig geil auf den Sack kriegen. Und da geht mein Flammendöner. Ja, weil der... Ja, ist okay. Ja. Und tschüss. Another one bites the dust. Halt dein Maul, Bakura. Ich schwör dir, ich reiß dir die Lunge durch den Hals raus. Halt die Fresse, Yugi. Ich schwör dir, ich bin nicht in Stimmung. Du übertriebener Lachs. Ja, das Ding, wow. Das kriegen wir nicht mal ansatzweise kaputt. Es sei denn, unser Schädelwächter macht jetzt 10.000 Schaden. Was ich bezweifle. Weil hier nämlich tatsächlich mal... Ja, haben wir schon fast gedacht. Vorteil. Vorteil, mein Arsch. Mein Arsch ist im Vorteil. Ja, wir können natürlich jetzt weiter seinen dummen Kürbis in Ruhe lassen, damit er weiterhin unsere Monster... Natürlich überlebt dieses Scheißding! Es regt mich so auf! Weißt du was? Gut, fick dich halt! Du verkockter Kürbis! Weißt du, schieb ihn dir sonst wohin. Hier. Doch, mach. Hau ihm auf den Kopf! So. Fuck you. Fucking Dickwad. Halt die Fresse, Bakura. Oh ja, geil. Ja, schieb's dir sonst wohin. Schieb dir deine Wolke dahin, wo die Sonne nicht scheint. I don't fucking care. Nee. Shush, Yugi. Shush. Ich greife jetzt einfach nur Erfahrung ab, sobald ich kann. Also, was soll ich mit Spezial jetzt? Es ist... eine reine Zeitverschwendung. Klopp es weg. Das war nicht die Definition von klopp es weg, aber gut. Weil ich nicht. Schusch! Schusch! Bakura! Go back to Britain, you bloody idiot! You fucking dick mongler! I will cut your dick off! So. Ich radikalisiere mich jetzt einfach mal durch deine Monster. Du kannst mir ja gerne eine Anklage schicken, wenn du willst. Du, das ist mein Ziel gerade. Ich versuche einfach mich hier nach vorne vorzubashen, aber meine Monster haben einfach nicht die Ja, guckt euch diese Scheißdinger an! Dieser Scheißkürbis! Dieser Scheißkürbis kann echt inhalieren. Und zwar eine große Tüte Schwänze. Oh ja, geil. Da geht er? Nee, doch nicht. Okay.
Na, er ist sowieso und ist sogar im Vorteil. Und dead. Ja, geil. Nee, da kommt nichts mehr durch. Da kommt nichts mehr durch. Nein, Chef. Da kommt nichts durch. Der Beauftragte ist ein bisschen zu bulkig dafür. Der hat ein bisschen zu viel Fleisch die letzten Tage. Und natürlich kann ich ihn jetzt nicht angreifen. Ja, Mann, ist ja toll, nicht wahr? Oh, cool. Ja, ja. Toll, ja. Weißt du, das mache ich jetzt nur weil ich Bock drauf hab. Bolz es weg. Bolz diesen Knödel weg. Hau es weg. Dankeschön. Schusch, Bakura. Schusch. I will fucking cut your dick off. So. I send you to die. Ja, komm mir entgegen. Komm mir entgegen. Komm her auf einen Zentimeter. Komm mal ran. Komm mal ran hier. Können wir diskutieren? Ich mag es zu diskutieren. Ja, ne. Ich tue ja gerade so, als ob ich noch Gewinnchancen hätte. Schisch. Ich nutze einfach nur, ich greife einfach nur noch Erfahrung ab. Mehr ist es hier gerade gar nicht. Ich greife nur noch Erfahrung ab. Mehr ist es nicht. Nur noch so ein paar Kills abstauben. Damit wir dann beim nächsten Versuch besser ran können. Bleib doch hier. Ich dachte, du diskutierst gerne. You fucking dickwad. Ich dachte, du diskutierst. Komm doch her. Trau dich doch, du Schweinchen. Ja, geil. Sein Goblin ist jetzt sogar noch toller. Es ist ein Goblin-Lord. Lord of the Gobbles. Mein einziges Monster. Was auch schon aus dem letzten Reifen qualmt. Was nichts mehr wirklich ausrichten kann. Es sei denn, er denkt sich jetzt, nee, ich greife dich nicht an. Nee, mir ist nicht danach. Nee, das war's. Das war's. Fight me. Fight me to the death. Au. Komisch, dafür, dass ich jetzt eigentlich nur Monster reingeschickt habe, um zu sterben, hat das erstaunlich gut funktioniert. Man hat nur noch zwei Viecher. Ich gewinne, Yugi. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Du hättest wohl noch gewinnen können, hättest du das und das gemacht. Hau ab und spiele mit deinen jämmerlichen Freunden. Sie sind die einzigen, die du jemals besiegen wirst. Fun Fact. Das sind alles samt Schwachköpfe. Es ist alles vorbei. Tristan, Thea, Joey, fucking Joey ist der erste Gegner gewesen. Möchte ich mal kurz betonen. Jetzt bin ich im Reich der Schatten, na toll. Ich mag es nicht, im Reich der Schatten zu sein, das müffelt da immer so sehr. Weißt du, ich sage mal jedes Mal, wenn ich da bin, mach mal ein Fenster auf. Aber nee. Der dumme Dunkellord denkt sich jedes Mal, nee, Fenster auf ist nicht so gut, dann ist ja, ne, kommt ja Luft hier rein, zirkuliert ja. Und ich denke mir, Alter, shut the fuck up und mach ein fucking Fenster auf, du Fuckbutt. Hier in deiner Bude sind 90 Grad und du hast hier keine Fenster zu und die Heizung an. So geht's im Reich der Schatten zu. Das Problem ist, Lichtbonus bringt irgendwie Jack Shit. Also irgendwie gegen seine ganzen Monster, Lichtboni bringt Jack Poop. Also da brauche ich gar nicht drauf pokern, dass da irgendwie... Schusch, Bakura, schusch.
Wir reden nicht. Ja, das ist eine coole Zone hier. Wir reden nicht. Oder ich brech dir die Beine ab. Eins von beiden. So. Wow, jetzt darf er auch noch anfangen. Ein ganz großes Kino. Anfang ist hier total overpowered. Jetzt ohne Scheiß, du weißt genau. Klar, gegen den CPU ist das jetzt so eine Sache. Aber gegen den Menschen ist Anfang total overpowered. Du weißt, was dein Gegner benutzt und du kannst da deine Vorteile draus ziehen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Er ist Gelängel, er macht hier immer noch seinen Job. Komischer Vogel, das Ding hält absolut nichts aus, das wäre Blödsinn. Genau wie mit dem Stahlskorpion, das kann ich hier nicht gebrauchen. Wie bewegst du dich? 2 und 1, reicht nicht mal ansatzweise. Der Zeitzauberer macht absolut kein Damage, aber ist schnell. Und hält gut was aus eigentlich, da er noch im Vorteil ist, nimmt er nicht so viel Schaden. Kostet vor allem auch nicht so viel. Er hier hat bislang noch nicht einmal was getroffen. Wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Vielleicht kriegen wir ja welchen so, wenn ich ihn an der Seite lang schicke. Ryukishin schicke ich diesmal nicht in den Tod. Genauso wenig wie Babydrache. Mon Lavas. Was soll ich mit dir machen? Ich bin ja ehrlich gesagt drauf und dran, dich zu feuern, ne? Aber dann ist die Frage, was mache ich als Ersatz? Oh, guck mal, ein König Rex. Das Ding bewegt sich sogar ziemlich gut. Summoned Skull hat ja auch gute Arbeit gemacht gerade. So, und einen haben wir noch frei und das ist jetzt freie Auswahl. Totenkopfwächter hat nicht viel gemacht. Soa ist ein mächtiger Motherfucker. Aber wir haben nicht genug für den. Wir haben nicht mal genug für den dunklen Magier. Also, was ist, wenn wir... Das widerstrebt mir. Sogar sehr. Das Problem ist, der Beauftragte hat einen guten Job gemacht, aber... Vielleicht haben wir einen, der einen besseren Job macht.